Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin die Dani und heute gibt es ein kleines Unboxing der Glossy Box für den Monat Mai. Wenn dich das interessiert, dann bleib einfach dran. Was ich in der Glossybox bekommen habe für den Monat Mai. Und das Thema der Glossybox heißt Comic. Ich habe da auch schon reingelinst und ich finde das Design ist wunderschön. Es ist im Comic-Style, wie das Thema auch sagt, passend zum Thema. Ich finde die Glossybox, die lässt sich immer sehr, sehr schöne Designs einfallen. Und jetzt schauen wir einfach mal in die Glossybox rein. Ich habe den Deckel geöffnet und dann sehe ich hier gerade, dass auch die Innenseite wunderschön gestaltet ist im Comic-Style. Und ich entnehme hier das Glossybox-Magazin, Thema für den Monat Mai Comic. Und das erste Produkt, was ich entnommen habe, da habe ich mich ein bisschen gewundert, ist ein Stift. Ich denke mal, die haben das reingelegt, weil es auch im Comic-Style gemacht worden ist. Vielleicht kann man damit auch Comics malen, ich weiß es nicht. Ich finde es wunderschön als Goodie, auch mal eine gute Idee. Und ich freue mich auf jeden Fall sehr darüber. Dann habe ich hier einen dicken Eyeliner, den Eco Fat Liquid Eyeliner in Black. Die Firma sagt mir gar nichts. Ja, was ist das denn? Ja, genau. Das ist ein Fat Liquid Eyeliner. Kein Verschmieren, kein Verwischen, easy anzuwenden. Wie mit einem Filzstift gleitest du mit dem Tool über deine Augenlider um zarte oder dramatische Winks in langanhaltendem Carbon-Schwarz zu zeichnen, in starken oder feinen Linien. Ich weiß noch nicht, ob ich damit umgehen kann, aber ich teste es gerne aus. Dann war noch ein Pinsel drin von der Firma Luxi. Das ist ein schöner Fächerpinsel, Fan Face Brush nennt er sich. Kann man dann hier schön seinen Highlighter setzen auf den Wangenknochen oder aber auch hier auf den Nasenrücken. Das nächste Produkt ist eine Probiergröße, 50 ml sind hier drin. Ich bin mal eben gerade am gucken, was ist denn das? Low Foam Cleanser. Das ist von Schwarzkopf und Mad About Curls, also passt schon wieder, was das Beauty-Profil betrifft, was ich eingegeben habe. Wie ihr seht, ich habe Naturlocken und ja, ist okay, aber manchmal wünsche ich mir dann doch, dass sie ein bisschen glatter sind, ne? Mal so, mal so. Und von daher nutze ich gerne Produkte, die die Locken ein bisschen, glatter machen oder nicht so widerspenstig machen. Von daher finde ich das hier ganz gut, dass das dabei ist. Mad About Curls Low Foam Cleanser von der Firma Schwarzkopf. Reinige und pflege deine Locken mit diesem Kombiprodukt in nur einem Schritt. Der sanfte, leicht schäumende Cleanser mit Aquarine-Komplex spendet deiner Haarpracht Feuchtigkeit und verleiht deinen Locken eine dauerhaft definierte Form. So macht Haircare Spaß. Ja, finde ich gut und freue mich auch, dass ich das austesten kann. Dann habe ich hier noch einen, ein Face Moisturizing Anti-Aging Sun Protection for Sensitive Skin. Ja, finde ich auch gut. Wasserresistent. Ja, jetzt kommt der Sommer und man sollte sein Gesicht dann doch schon mit einem Lichtschutzfaktor ausstatten. Das ist also quasi für den Sommer gedacht. Eigentlich sollte man auch über Winter seine Haut schützen. Aber gerade im Sommer ist es besonders wichtig. Das ist von der Firma Ultrasun und die ist parfümfrei, keine Mineralöle, PEG und Konservierungsmittel sind auch nicht drin und aluminiumfrei. Das ist ein Gel, was 24 Stunden lang Feuchtigkeit enthält, wie eine Tagespflege anzuwenden. Und ja,
Also eine Tagespflege quasi für den Sommer, im Sommerurlaub unter starker Sonneneinstrahlung. Finde ich gut, dass das dabei ist. Oh, da war ein Incredible Face Mask. Und Aloha war auch dabei. Aber das hatte ich alles schon. Oh, wie schön. Dann habe ich hier von Rituals, ich denke, das wird eine Probe sein. Und zwar ist das eine Tagespflege. The Ritual of Namaste Glow Natural Skin Care. Radiance Anti-Aging Day Cream. Also eine Tagespflege. Rituals finde ich sowieso immer super klasse. Also was die Düfte betrifft, finde ich ganz toll. Und ich freue mich, dass es dabei ist. Dann haben wir hier ein Beauty Fix Make-up Setting Spray von der Firma Model Co. Ja, das ist in so einem, wie nennt man das? In einer, eigentlich eine Sprühflasche, aber Taschenformat, würde ich sagen. Denn wenn man hier oben drauf drückt, dann kommt dieses Fixing Spray heraus. Finde ich gut, weil man das auch unterwegs anwenden kann. Und ja, das ist das auch ein Produkt? Ja, das ist ein Produkt, was dazu gehört, ist also kein Goodie. Das war jetzt auch das letzte Produkt, was mir aufgefallen ist. Es sind sehr, sehr viele kleine Produkte drin gewesen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Produkte waren diesmal drin und ein Goodie, dieser Stift. Ja, ich denke mal, die haben dann halt 6 Produkte reingetan, weil, ja, wie soll ich sagen, ich finde die Größen doch 1, 2, 3, 4, 5, ich würde mal sagen, 3 große Produkte in Originalgröße, glaube ich. Und 2 kleinere Probiergrößen, dann noch das Goodie dazu, Rituals, ja, und halt den Stift als Zugabe dazu. Also es sind kleine Produkte drin gewesen, die ich finde nicht schlecht, aber ich finde, die hätten Full-Size-Größen daraus machen können, beziehungsweise ein Produkt weglassen können und dann ja, 5 ganz normale Produkte in normaler Größe reinsetzen können. Ihr wisst schon, was ich meine. Aber ist okay, finde ich gut, weil die Produkte auch für mich abgestimmt sind, würde ich mal sagen. Also haben wir dieses Mal auch auf das Beauty-Profil geschaut und von daher bin ich mit der Box eigentlich ganz zufrieden und ich freue mich schon auf die nächste Box. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir noch einen Daumen nach oben und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann! Tschüss!